Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von This War of Mine. Wir steigen ins Spiel ein und wir erinnern uns gemeinsam daran, dass der gute alte Boris gerade zurückgekehrt ist, aber sich ins Bett gelegt hat und voll auf Drogen ist. Während ich immer noch mit Philipp das unendliche Rätsel lösen möchte, wie es mir denn gelingen kann, diesen verfluchten Schnee zum Schmelzen zu bringen. Tja, vielleicht machen wir es mal so, ich schicke Philipp hoch zum Ofen und lasse ihn das Essen essen. Und vielleicht kann ich danach ja am Ofen das Wasser schmelzen. Oder den Schnee schmelzen. Oder, was natürlich auch sein kann, dass der Schnee von selber schmilzt und zu Wasser wird. Ja, tatsächlich. Davon muss ich... okay. Also ich muss Schnee einsetzen und Filter benutzen, krieg dann ein Wasser. Was zur Hölle? Ich krieg vier, hier steht's ja. Okay, alles klar. Also muss ich mir nur wieder Filter bauen. Okay, dann machen wir das Ganze doch so. Wie schön, dass ich mir jetzt zwei Regenwassersammler hingestellt habe. Für nichts und wieder nichts, um den Winter zu überstehen. Jetzt kann ich die beiden nicht benutzen, toll. Also ich muss mir in der nächsten Runde ohne Ende Components holen. Und ich denke, dann passt das Ganze. Den anderen geht es eigentlich so halbwegs gut, das heißt... Wir beenden diesen Tag und schauen uns mal um, was wir diese Nacht zu wagen. Also Boris muss auf jeden Fall pennen, der ist ja immer noch krank. Echt schade, dass Jonas und Justus sich nicht hierher begeben haben. Philipp schicken wir auf Reisen, der ist komplett fit. Jan macht die Wache und Alex pennt auch. Ja. Ja, wo gehen wir mal hin? Da ist Danger, da ist Caution Advised. Wir können in die Schule gehen. Da dem Obdachlose, da passiert uns eigentlich nicht so viel. Da brauchen wir, soweit ich mich erinnere, auf jeden Fall Sägen. Wir brauchen, denke ich, auch Lockpicks. Und der Rest wird sich schon von selbst ergeben. Wir gucken mal, was passiert. Auf jeden Fall will ich Wasser finden, wenn es geht. Ansonsten Components und Mats und Food. Alles ist eigentlich ganz gut im Moment. Denn der Winter ist hart. Winter is coming. Und in diesem Spiel passiert es wirklich mal. Phil sagte gerade, dass die Kinder hier gerade Unterricht hatten, als die Bombenangriffe begannen. Das heißt, es ist schon relativ heftig hier gelaufen. Ja, wir schauen uns mal um in der Schule. Erstmal hier direkt ein paar Einzelteile wieder zusammenpferchen. Da ist wieder eine Ratte, die uns ein bisschen verarscht. Eine verschlossene Tür. Schauen wir uns mal hier um, das sieht auch wieder nach sehr viel Müll aus. Ja, only trash and dirt here. Ach, wie toll, dass ich mir wieder keine Schaufel mitgenommen habe. Ey, ich lerne es auch nie, oder? Ärgerlich. Wenigstens komme ich hier oben durch, aber auch hier liegt wieder mal ein Haufen Müll. Sehr gut, das heißt, ich brauche hier auf jeden Fall in der nächsten Runde einiges an Schaufelmaterial und dann kann ich mich hier ja so ein bisschen durchschlagen. Ja, es geht ja noch relativ weit. Die Schule ist echt komplett zertrümmert worden. Scheiße, ey. Ja, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Phil kann sich ein bisschen die Hände schmutzig machen. Ich kann mir hier ein bisschen Zeug sichern und dann sind wir doch alle zufrieden, oder? Mimo und mich einfach immer eine Schaufel mitnehmen. Egal, was los ist. Das Geile ist, ich muss hier oben nochmal den Berg hier wegmachen, weil ich komme ja hier nicht durch. Die Tür ist von der Seite verschlossen, von der rechten. Das heißt, ich kann die von links einfach nicht aufmachen. Super geil. Ich werde also die halbe Nacht nur damit verbringen, hier irgendwelchen Schutt wegzumachen. Und dann kann ich in der nächsten Nacht nochmal zurückkommen und dann wirklich auf Beutezug gehen. Das ist echt ein bisschen verschwendete Zeit. Mist, wobei, solange ich meine Taschen voll bekomme, ist es ja im Prinzip egal, ne? Ob ich jetzt hier rumhocke und das mache und meine Taschen eh nur zum gewissen Grad voll machen kann. Naja. Das Gute ist, wenn Boris fit ist, also das finde ich das einzig Gute daran, dass Boris jetzt erschienen ist und kein anderer, dass er halt einen 17er Rucksack wirklich hat und ich da immerhin 5 Slots mehr habe und das macht sich schon deutlich bemerkbar. 5 Slots mehr, das ist echt geil. Damit könnte ich theoretisch 20 Components mehr nach Hause bringen als alle anderen.
Naja. Ja, Philipp, ich weiß. Hättest du mal eine mitgenommen. Wer hätte dich denn davon abgehalten? Das haben wir mal alle gerne. Mecker, mecker, mecker. Wenn ich aufpasse, schicke ich dich in die Kirche. Oh Mann. Ja, das lässt mein Herz wieder bluten. Der arme Jakob. Dieses Foto, wie es da so erschien und Jakob ist tot. Dort geschrieben stand, das hat mich schon auf eine ganz seltsame Art und Weise berührt. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ja. Auch hier sieht man wieder, grafisch ist das Spiel echt astrein. Ich meine, es ist natürlich simpel, aber dieser Pinsel, also mit diesen Pinselstrichen gezeichnete Hintergrund, der so wechselhafte, immer diese gewisse Unruhe reinbringt, dann im Vordergrund die unscharfen Laubblätter oder die Blätter hier im Winter, das ist schon alles richtig, richtig schön gemacht. Ist auch toll, dass sich die Umgebungen anpassen. Also jetzt im Winter sehen ja die Orte, die ich besuche, auch ein bisschen anders aus. Ist auch die Frage, ob sich vielleicht die dortigen Verhältnisse ändern, ne? Ob vielleicht die Bewohner anders drauf sind, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Naja, jetzt haben wir schon 2 Uhr nachts, das heißt, so viel Zeit habe ich gar nicht mehr. Ich sollte jetzt also alles mitnehmen, was ich habe, was ich nehmen kann. Damit wenigstens der Rucksack nochmal eine Nummer voller wird. So. Aber es sieht gut aus. Ich denke, ich werde hier alles nehmen können, was ich... Ja, was es hier so gibt. Nur noch mehr Material. Gucken wir nochmal hier. Also ich schaue jetzt nur nochmal, ob es hier vielleicht irgendwas super cooles noch gibt. Zum Beispiel hier die Parts. Die sind mir um einiges mehr wert. Dann machen wir die... Ey, bin ich irgendwie geistesgestört? Ich hätte das... Nee, oder? Ist das von der anderen Seite etwa doch aufzumachen? Ja, tut mir leid, Leute. Wir haben vollkommen umsonst diesen Haufen Schrott da oben weggemacht. Ich war der festen Überzeugung, dass das Ding nur von der Seite aufgeht. Toll. Naja, hüpfen wir jetzt nochmal hier runter, schauen hier nochmal kurz nach, ob es hier vielleicht nochmal ein paar Parts gibt, die ich noch dazu nehmen kann. Nein, gibt's nicht. Aber zumindest diese Tür kann ich noch aufmachen. Und dann sollte ich mich aber langsam aber sicher zurück auf den Weg machen. Oder auf den Weg zurück machen. Denn die Zeit wird knapp. Ah ja, super. Da haben wir wieder ordentlich Rubble am Start. Und hier ist unser kleiner Klassenraum. Ja, nee, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Vielleicht kann ich noch... Nee, das schaffe ich nicht mehr. Ich muss jetzt unbedingt ganz schnell zurückrennen. Sollte Flip echt Gas geben. Sonst habe ich gleich ein richtiges Problem. Wenigstens haben wir da oben schon mal alles freigemacht. In der nächsten Folge werden wir uns hier nochmal durchschaufeln. In der nächsten Folge, in der nächsten Nacht. Und dann kann ich in dem Bereich hier relativ problemlos vordringen. So, Philipp ist zurück, wunderbar. Mal gucken, ob wir heute Nacht überfallen worden sind, aber sonst habe ich ja Boris da, das ist ja ein harter Kämpfer, der wird sich hier schon halbwegs durchsetzen können, denke ich. Ich bin zurück. Da oben sehen wir Jan stehen, wie er tapfer Wache gehalten hat. Nichts ist passiert in der Nacht, wunderbar. Das heißt, wir sind jetzt eher so erstmal safe. Alex legt sich hin, Philipp legt sich hin, Alex kann sich erstmal was zu essen machen. Jan sammelt vielleicht erstmal das Essen ein. Ich lasse Alex direkt mal 2 Mahlzeiten vorbereiten, oder zubereiten. Wo ist denn der liebe Boris? Boris schläft. Und Boris holt sich jetzt auch nochmal Tabletten. Ach Quatsch. Habe ich mich verklickt. Boris holt sich jetzt Tabletten, damit er sich auch nochmal komplett heilt. Das ist natürlich im Winter auch super gefährlich, ne? Wenn es hier kalt ist, dann werden die Leute auch eher krank und erholen sich auch nicht so leicht, soweit ich weiß. Deswegen mache ich jetzt erstmal hier wieder volle Pulle Brennholz rein. Aber ich habe kein Brennholz mehr. Ach du Scheiße. Zum Glück habe ich gerade Components gesammelt. Aus denen mache ich jetzt erstmal nochmal Filter. Wir machen mal 4 Filter und aus dem Rest machen wir Brennholz. So, Boris hat sich seine Metz geholt, kann sich also wieder hinlegen. Jan macht hier gerade die Filter fertig. Und Alex hat noch nicht gegessen, das macht er aber jetzt. Wie sie sich da eingewickelt haben, ein schönes Bild. Ja, ist ja gut, Alex. Weiter Lulatsch. So,
Alex, setzen wir jetzt erst nochmal hier auf den Sessel. Ich kann sich da ja entspannen. Ich finde das so witzig. Ich meine, ich kann hier Sessel ohne Ende bauen. Ich kann alles Mögliche machen. Franco ist wieder da, toll. Aber irgendwie dickere Anziehsachen sind anscheinend nicht drin. Ne, den Käfig wollte ich neu besetzen. So, Jan macht jetzt erst nochmal ein bisschen... Wobei, ich mache kein Feuerholz, sondern gehe jetzt erstmal nach oben. Vielleicht kann ich ja auch Franco zu einem günstigeren Kurs Feuerholz abkaufen. So, Alex darf sich wieder setzen. Jan ist müde und sehr hungrig, aber das wird er wohl überleben. Ja, das hat sich keiner gezwungen herzukommen, Franco. Jetzt hör mal auf, hier mal schnippisch zu werden. So, Filter kaufen wir gerne. Brennholz kaufen wir auch ganz gerne. Wasser kaufe ich auch ganz gerne. Munition kaufe ich auch ganz gerne. Ja, was können wir ihnen anbringen? Das brauche ich nicht. Das kann er nicht gebrauchen. Das bewahre ich mir mal auf. Vielleicht finde ich ja irgendwie noch echt eine Situation, wo ich das gebrauchen kann. Schnee kann ich ihm nicht verkaufen. Schade. Das magische Schnee. Der wird zu Wasser. Das scheint ihn auch nicht so sehr zu überzeugen. Ja, schade. Du, mein lieber Freund, so viel anderes kann ich dir eigentlich gar nicht mehr bieten, ne? Die Electronics brauche ich eigentlich nicht, ne? Ganz ehrlich. Aber, ja, ich hätte schon Bock, mir den Kram hier zu holen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Munitionsparts brauche ich, glaube ich, um Sägen und so zu bauen. Die gebe ich jetzt ungern ab. Vielleicht gebe ich ihm... Ach, die Zigaretten, die brauche ich alle nicht. Wie? Nix sind die dir wert? Also, ich finde, der ist jetzt gerade wirklich ein bisschen knallhart am Mann denn hier. Ich kriege ja gar nichts. Was ein Sack. Ich habe mehr. Das sehen wir ja, wie viel mehr du hast. Halsabschneider, unglaublich. Aber ich habe keinen Bock, ihm mein Essen zu geben. Und jetzt mit 4 Mäulern, die zu stopfen sind, wird es ja auch wieder knapper. Das heißt, ja, ich muss auch zusehen, dass ich mal wieder eine Tour mache, wo ich einfach ein bisschen Essen finde. Franco, ganz im Ernst, das war's. Mach's gut, alten Sausack. So, Jan darf sich jetzt nochmal eine Mahlzeit gönnen. So, und dann geht's für ihn auch ins Bett. Mal gucken, vielleicht kann Boris ja Gitarre spielen. Das probieren wir mal noch aus, wenn er wieder vollkommen gesund ist. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen den Sessel zersägt und nicht betreten. Es tut... Oh Gott. Das war jetzt aber echt ein Unglück. Ein Unglücksfall, das war jetzt wirklich nicht gewollt. Ich will den zweiten Sessel wieder haben, das war so schön, so gemütlich. Nicht dumm? Oh, ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen, ne? Na gut, ich kann wenigstens wieder bauen, auch wenn es mich was kostet, aber das lasse ich mir jetzt hier nicht bieten. Ich wollte gerade sagen, Alex setzt sich von selbst von einem Sessel in den anderen. Nee, der hat sich von seinem Werk eingesetzt. Vielleicht ist Alex irgendwie schon schizophren oder hat sonst wie irgendwie Halluzinationen und hat den Sessel abgerissen, um direkt einen neuen zu bauen. Einen identischen. Ich meine, wenn ich jetzt die gleichen Teile wiederverwende und den Sessel komplett zusammensetze, ist es dann ein neuer Sessel oder ist es der alte Sessel? Ja, wir werden wieder philosophisch hier, unglaublich. Ja, ich denke, dass wir jetzt aber mit diesem Tag zufrieden sein können, den beenden wir jetzt und machen schnell noch eine Nacht in der Schule. Da schicken wir mal wieder Jan hin und Philipp hält Wache, Boris pennt, Alex pennt und dann sind wir, denke ich, alle ganz gut vorbereitet. Ich nehme mir wieder Sägen mit und ich nehme mir auch wieder Lockpicks mit. Und dann sehen wir ja, was es da für Jan zu holen gibt. Und dann können wir in der nächsten Nacht wahrscheinlich Boris schon mal losschicken. Endlich. Und Boris... Oh Gott, ich habe die Schaufel vergessen. Oh nein. Es tut mir so leid. Aber jetzt habe ich keine andere Wahl. Ich muss mich da... Ah, ich habe eine andere Wahl. Ich kann ja von außen... Ich muss mich jetzt hier... Dann mache ich das in der nächsten Runde. Ich kann es in der nächsten Runde machen. Ich habe mir kurz den Text über Jans Kopf durchgelesen. Ein netter Tooltip, sondern ich kann jetzt ja hier einfach trotzdem schon mal nach unten gehen und fertig. Wir schauen uns jetzt hier einfach nochmal um. Ich nehme jetzt mit, was ich haben kann. Und dann gucken wir mal so weiter. So, es
doch wunderbar. Ein paar Bücher, kann man wieder Bücherverbrennung betreiben. Aber so ist das. Was ist die ganze Kultur wert, wenn man einfach nur Wärme sucht? Eine weitere Säge wird draufgehen. Dafür können wir aber dieses Klassenzimmer hier betreten und da wieder ein Story-Element an diesem Lupensymbol für uns in Anspruch nehmen. Zack. Ein beschädigter Helm. Okay. Das heißt, den könnten wir eigentlich in dem Metal Workshop wieder herrichten, ne? Jan findet hier einen Brief. Mama, es ist schrecklich. Ein Mädchen, das ich kannte, wurde heute erschossen von einem Mann namens Sniper. Oh Gott. Ja, ob dieses Kind es wohl nach Hause geschafft hat, das wage ich mal zu bezweifeln. Das sind echt traurige Geschichten, die sich hier abspielen. Oder abgespielt haben, besser gesagt. So. Jetzt brechen wir die Tür auf, das heißt, wenn ich die nächste Nacht wiederkomme, gerade mit dem langsamen Boris, kann ich sofort dieses Stockwerk betreten und hier oben gucke ich mal, ob sich das lohnt, da überhaupt was zu machen. Jetzt geht's erstmal hier nach unten. Ab zur Kommode. Ja. So nach und nach kriege ich hier wieder meine Teile zusammen, aber viel lieber würde ich Medizin und Meds finden. Jetzt gucken wir mal hier durchs Loch. They took my food again. Oh, ein Obdachloser. Scheiße, er wurde von seinen eigenen Leuten beklaut. Das tut mir echt leid, das ist sowas blöd. Da unten schläft einer. Was haben wir hier oben? Da kann ich durchgehen. Kann ich hier runter? Das ist ein Kühlschrank. Gucken wir doch mal in den Kühlschrank. Oh, Wasser. Das ist geil. Super. Wir nehmen erstmal alles mit, was so reinpasst. Dann gehen wir jetzt hier nochmal lang. Boah, Glück gehabt, ey. Der hat mich jetzt beinahe dabei erwischt. Wobei, das ist kein Diebstahl. Also der Kühlschrank ist mit einer Hand symbolisiert. Das heißt, ich darf hier rangehen. Ja gut, aber auf der anderen Seite, das gehört halt den Obdachlosen wahrscheinlich, ne? Das ist eher uncool, dass ich denen jetzt hier das Wasser geklaut habe. Aber sie können ja den Schnee schmeißen. Kann ich ja auch. Schau mal einer an. Hier kann ich mich also doch nochmal reinsägen. Dann habe ich sogar noch eine Säge übrig. Toll. Super. Und dann gehen wir jetzt hier an die Wertsachen. Ach, geil, so ein kleines Terrarium oder so. Oder, ja, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall finden wir da Vegetables, super. Die nehmen wir gerne mit. Ja, ich würde sagen, jetzt rennen wir aber ganz schnell zurück nach Hause. Denn die Nacht neigt sich nicht so sehr dem Ende entgegen, aber wir haben ja unseren Rucksack vollgestopft. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Und diese Folge ist auch so langsam vorbei. So, Jan rennt zurück und wir gucken jetzt nochmal, was passiert ist in der Nacht. Vielleicht wurden wir wieder überfallen. Im Sinne unserer Wir beenden die Folgetradition muss es ja eigentlich wieder einen Überfall gegeben haben. So, Tag 25 von 40. Also wir haben nur noch 15 Tage vor uns. Es sieht also sehr gut aus im Moment. Wenn wir mal die Tatsache überblicken oder ignorieren, dass Jakob umgekommen ist. Ja, natürlich wurden wir überfallen. Aber uns ist nichts passiert. Keiner wurde verletzt. Wir haben 9 Munition verbraucht. Okay, aber mein Gott, das ist doch ein gutes Ergebnis. So, das war's jetzt aber mit dieser Folge. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Remastered This War of Mine Münster Special Super Duper Ultimate Naruto Shinju Pun irgendwas Edition. Bis dann, alles Gute, ciao.